Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich von Xiaomi bzw. aus dem Xiaomi-Universum den ersten reinen Wischroboter im Test und was das Gerät geleistet hat, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Was erwartet euch in diesem Video? Wie auch bei den Saugrobotern haben wir das hier gleich aufgebaut. Wir schauen uns gleich als allererstes kurz die technischen Daten an. Dann werde ich auf das mitgelieferte Zubehör eingehen. Wir werden uns auch das Gerät mal etwas genauer im Detail anschauen. Danach gucken wir uns an, wie navigiert er bei euch oder bei mir durch die Wohnung. Was hat er für Vorteile, Nachteile, Hinderniserkennung? Dann werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Reinigungs- bzw. Wischleistung. Wir werden auch einen Blick in die App werfen und zum Schluss gibt es ein kurzes Fazit. Starten wir direkt mit den technischen Daten des SWDK ZDG300. Er hat Abmaße von 32 x 32 x 8,05 cm bei einem Gewicht von 4,8 kg. Er hat einen Preis von ca. 240 Euro, eine Akkukapazität von 2500 mAh, was für eine Reinigungszeit von bis zu 2 Stunden reicht. Die maximale Lautstärke beträgt 71 Dezibel und der Wassertank hat ein Volumen von 240 ml. Schauen wir uns jetzt mal das Zubehör und den Wischroboter etwas genauer an. Als erstes aber ein paar grobe Informationen. Ich habe ihn selbst bei AliExpress für ca. 240 Euro bestellt. Er ist nicht hier in Deutschland so direkt verfügbar. Es ist auch kein Gerät, was für den deutschen Markt konzipiert wurde. Das bedeutet, es ist kein CE-Kennzeichen vorhanden. Und auch der Stromanschluss hat hier diesen chinesischen Adapter bzw. chinesischen Stecker. Es liegt auch ein Adapter bei, den würde ich an eurer Stelle aber gar nicht erst nutzen. Man merkt direkt, das passt auch überhaupt nicht hier rein, nur mit viel Kraft. Für 10 Euro bei Amazon bekommt ihr hier so einen von Skross, habe ich schon einige im Einsatz. Das funktioniert wunderbar. Die 10 Euro solltet ihr auf jeden Fall über haben, aber der Adapter hier ist explizit nicht mit im Lieferumfang enthalten. Genau, so viel dazu. Das Ding könnt ihr am besten vergessen. Dann ist hier ein kleiner Messbecher mit dabei, um halt Wasser oder gegebenenfalls auch eine kleine Menge Reinigungsflüssigkeit hier in den Behälter reinzugeben. Da alles hier auf Chinesisch ist, kann ich euch leider an der Stelle auch nicht sagen, ob es, ich sag mal, erlaubt ist, eine Reinigungsflüssigkeit hier zuzugeben. Ich würde es an der Stelle aber einfach machen. Aber keine Garantie von meiner Seite aus, einfach als kurzer Hinweis. Eine Bedienungsanleitung ist auch mit dabei, aber auch hier alles auf Chinesisch. Man kann ein paar Daten hier entnehmen, dass der Akku 2500 mAh hat und so. Das sind die einzigen Zahlen, die man hier lesen kann. Alles andere ist chinesisch. Er spricht auch nur chinesisch. Er muss auch auf dem chinesischen Server in der Mi Home App eingebunden werden. Aber das zeige ich euch auch später nochmal. Ansonsten ist im Lieferumfang auch noch hier so einmal Wischtücher mit dabei. Ja, ihr kennt es vielleicht schon aus den anderen Videos. Ich bin kein großer Fan davon. Und natürlich auch hier das chinesische Netzteil, genauso wie die Ladestation und das Pad. Das mache ich mal ab. Die Ladestation wird nämlich hier so drauf geklipst, das zeige ich euch gleich auch noch. Ein großartiges Kabelmanagement gibt es hier nicht, das wird einfach nur entweder links oder rechts rausgeführt und ihr müsst das Ganze dann halt irgendwie mit so einem kleinen Kabelbinder zusammenfassen. Nicht perfekt. Aber es ist in Ordnung, auch so von der Verarbeitung. Es wird zwar in die Xiaomi-App integriert, allerdings muss ich sagen, ich finde die Verarbeitungsqualität ist etwas schlechter, als wir das sonst so von Xiaomi gewohnt sind. Keine Ahnung, ob das jetzt nochmal daran liegt, dass der Hersteller hier SWDK ist. Ich kann es euch nicht sagen, das ist einfach mal so mein Eindruck. Es ist nicht das, was wir von einem Mi-Robot oder von den Roborock-Modellen oder so kennen. Hier haben wir noch so eine Unterlegscheibe, die hat so kleine Pads, die sind klebrig oder sehr klebrig. Und hier oben nochmal so kleine Nippel, da wird dann einfach die Station hier drauf gesteckt. So viel zum Zubehör, alles was man braucht. Das Gerät selbst hat eine Kameranavigation, die Linse sehen wir hier auf der Oberseite, die Informationen. Bekommt ihr auch hier auf der Oberseite angezeigt. Wie gesagt, Kamera in der Mitte. Hiermit schickt ihr das Gerät zur Ladestation zurück. Hiermit könnt ihr es starten. Ansonsten ein Symbol für die WLAN-Leuchte, dann fürs Wischen und hier eine Anzeige für den Wassertank. Ansonsten können wir das Ganze hier auch hochheben. Da kommt das Wasser rein. Hier haben wir noch eine Reset-Taste und das ist eigentlich auch schon alles, was wir auf der Oberseite sehen. Hier unten haben wir noch so einen Pfropfen.
dass das Wasser nicht rausläuft, wenn wir das Gerät ein bisschen bewegen. Ich habe ihn vorher leer gemacht, deswegen umdrehen sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Es ist natürlich auch ein Bumper dabei, ganz klar. Habe ich jetzt oben nicht gezeigt, mache ich gleich nochmal. Und hier auf der Unterseite haben wir zwei Wischpads. Die vibrieren auch. Das heißt, wir haben hier doch eine ordentliche Wischfunktion, die auch gut funktioniert, aber auch dazu werde ich natürlich später noch mal was sagen. Das sind die zwei Pads. Hier werden einfach die Tücher draufgezogen und dann haben wir hier auf der Unterseite die Wasserdüsen, die eben das Wasser auf das Tuch drauf befeuchten im Endeffekt. Ihr könnt auch die Wassermenge in der App einstellen. Und ansonsten haben wir hier noch Absturzsensoren auf der Vorderseite, zwei Stück, dass das Gerät nirgendwo runterfällt. Ja, das ist es eigentlich gewesen. Wir haben hier natürlich noch so eine Art Kettenantrieb, der auch wirklich gut funktioniert. Ich konnte keine Streifen irgendwie erkennen, so wie das damals beim BravaJet M6 von iRobot gewesen ist. Wir drehen es nochmal rum und jetzt seht ihr hier, dass wir diesen Bumper in alle vier Richtungen haben. An der Stelle auch kurz zum Thema Navigation. Dadurch, dass wir keine runde Form haben, kann das Gerät nicht auf der Stelle drehen. Er muss immer ein Stück zurücksetzen, aber darauf komme ich im nächsten Punkt der Navigation und der Hindernisleistung oder Hinderniserkennung zu sprechen und ich würde sagen, damit machen wir weiter. Sprechen wir jetzt mal über das Thema Navigation und Hinderniserkennung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben hier ein Gerät, was mit Hilfe einer Kamera bzw. auch eines Gyroskops navigiert. Die Navigation an sich funktioniert soweit ganz gut. Ich habe wie immer auch hier meinen Top-Down-Shot für euch vorbereitet und lasse den Wischroboter bei mir durch meinen Wohn-Ess-Bereich hindurch navigieren. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ihr habt es gerade gesehen, etwa eine halbe Stunde hat er benötigt, um hier meinen Wohn-Ess-Bereich zu reinigen. Die Navigation an sich ist wirklich sehr gut, da gibt es für eine Kameranavigation wirklich nichts zu bemängeln. Anders sieht es allerdings bei der Hinderniserkennung aus. Hier muss ich gestehen, hat er echt doch einige Macken. Er ist sehr, sehr ruppig und sehr rabiat. Gerade bei meinem Wohnzimmertisch habt ihr vielleicht gesehen, der wurde ein ganzes Stück verschoben. Auch meine Blumenkübel hat er ein bisschen verschoben. Das liegt zum einen daran, dass das Gerät nicht auf einer Stelle sich einfach drehen kann, weil er eben keine runde Form hat. Wenn er sich dreht, würde er mit einer der Ecken etwas berühren. Da muss er immer so ein bisschen zurücksetzen. Das funktioniert einfach nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Dementsprechend Hinderniserkennung, ich sag mal fast, nahezu nicht vorhanden, aber wirklich sehr rabiat. Das habe ich selten gesehen, dass ein Gerät so ruppig ist. Ich habe auch auf dem Boden so kleine Philips Hue-Lampen mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Die ganzen Saugroboter, die ich immer teste, die fahren da drum rum. Das ist überhaupt kein Problem. Er hat auch hier so eine Lampe vom Boden, ich sag mal, weggerissen. Dementsprechend, Navigation ist gut. Die Hinderniserkennung, ehrlich gesagt, nicht so gut. Mir ist es persönlich viel zu rabiat. Das ist ein massiver Kritikpunkt meiner Seite aus. Das hätte ich mir einfach wesentlich besser gewünscht. Keine Ahnung, ob ein Software-Update da noch großartig viel leisten kann. Zur Software komme ich aber auch gleich in der App zu sprechen. Da gab es auch einige Kritikpunkte. Dementsprechend, wie gesagt, Navigation super, Hinderniserkennung nicht so gut. Gucken wir jetzt mal, was er an Wischleistung so kann.
Ja, als ich das Gerät das erste Mal ausgepackt habe, war ich echt verblüfft, wie groß das Gerät ist. Es ist fast so groß wie ein Saugroboter. Klar, ein Saugroboter ist meistens rund, einfach weil ich ja die ganzen Brava-Modelle von iRobot schon getestet habe. Die sind doch ja, ein gutes Stück kleiner, weniger voluminös. Die kommen noch mal besser in die Ecken rein. Dementsprechend war ich echt verblüfft, wie groß er ist. Auch mit diesen zwei Wischplatten auf der Unterseite habe ich mir, ich sag mal, Großes erhofft. Die Wischleistung ist gut, aber nicht so gut, wie ich mir das jetzt von einem extra dafür vorgesehenen Gerät irgendwie erhofft hätte. Ich vergleiche das Ganze an der Stelle mal mit ja, zum Beispiel der neuen Osmo Pro Technologie bei den EcoVax Saugrobotern, auch weil dort eine vibrierende oder oszillierende Wischplatte dabei ist. Das funktioniert ähnlich gut. Ich habe es ausprobiert. Ich habe immer einmal Kaffeetropfen auf dem Boden antrocknen lassen und auch Ketchup festgeföhnt. Mit Ketchup hat jeder Saugroboter bisher seine Probleme gehabt, beziehungsweise Kombigeräte, Saug-Wischroboter. Das kriegt keiner weg. Kaffee kriegen sie eigentlich alle weg, auch zum Beispiel ein Roborock S5 Max. Die fahren da einmal drüber und so eingetrocknete Kaffeeflecken kriegt auch ein Wischroboter beziehungsweise Kombi-Saug-Wischroboter weg, der keine oszillierende Wischplatte hat. Von daher finde ich jetzt die Wischleistung hier nicht so herausragend. Am Ende sind es auch wieder nur zwei Wischplatten, die den Schmutz hinter sich herziehen. Es sind zwei separate Tücher. Das ist schon mal besser als eben nur ein Tuch. Allerdings haben vielleicht einige von euch auch schon den Wischroboter von Medion gesehen. Da wird wirklich Wasser vorne hinzugefügt und hinten wieder das Schmutzwasser abgesaugt. Das ist meiner Ansicht nach bisher der einzig richtig gute Wischroboter. Der hat wiederum seine Schwächen in der Navigation. Ihr merkt, im Bereich Wischroboter gibt es noch nichts Perfektes. Ja, was gibt es abschließend zur Wischleistung zu sagen? Sie ist okay. Wenn ihr aber schon mit dem Gedanken gespielt habt, euch einen Saugroboter anzuschaffen, dann guckt, dass ihr dort einen mit einer guten Wischfunktion bekommt. Dann könnt ihr euch den hier an der Stelle auch sparen. Ich würde sagen, ich komme jetzt nochmal auf die App zu sprechen. Werfen wir jetzt an der Stelle noch mal einen Blick in die App. Auch hier kurz vorab noch ein paar weitere Informationen. Hier bei dem Gerät ist es wichtig, dass ihr auf dem chinesischen Server eingeloggt seid, weil das Gerät nicht offiziell in Europa verfügbar ist. Dementsprechend müsst ihr in den Einstellungen den Server wechseln, falls ihr auf dem deutschen Server angemeldet seid. Und dann findet ihr das Gerät auch hier, um es einzubinden. Hier unten ist er jetzt eingebunden. Auch an der Stelle. Der chinesische Server ist nicht der schnellste. Das Ganze dauert eine ganze Weile, wie ihr auch hier seht, bis er den Status lokalisiert hat bzw. Geladen hat. Das dauert eine ganze Ecke. Ansonsten, ich habe hier auch ein neues iPhone. Auf dem iPhone hat er die Karte überhaupt nicht geladen. Also ich kann zwar den Roboter hier lokalisieren, wenn ich hier oben auf die Einstellungen gehe, konnte man oder kann man hier Looking for Robot anklicken. Ihr hört es auch, er wird gefunden, aber die Wiederherstellung der Karte, auch hier der Wassertank wird jetzt angezeigt, aber bis die Karte angezeigt wird, es dauert unheimlich lange. Also auch die Erfahrung mit der App ist total Xiaomi oder Mi Home App untypisch. Das heißt, es ist einfach nicht die gute Erfahrung, die wir sonst immer mit den Xiaomi-Geräten hier im Universum haben. Ihr habt auch nicht die Möglichkeit, mehrere Karten zu speichern. Ich kann euch auch nicht sagen, die Karte wird immer wieder vergessen. Ich habe ihn jetzt einige Male hier bei mir wischen lassen und jetzt ist die Karte wieder weg. Ja, also ihr merkt schon, es ist leider kein rundes Paket. Mit dem iPhone funktioniert überhaupt keine Kartenladung. Jetzt hier mit dem Android genau dasselbe. Wir haben hier eine ewig lange Wartezyklus. Ansonsten gucken wir uns kurz hier unten die Modi an. Ihr könnt hier die Wassermenge einstellen. Ich habe das Ganze auf Strong. Das ist in Ordnung. Wir haben ein gleichmäßiges Wischbild hier gehabt. Also nicht irgendwie großartig Wassertropfen oder so. Das war wirklich sehr schön. Von daher könnt ihr das ruhig hochstellen. Ansonsten könnt ihr noch auch Zonen einteilen, aber ohne Karte keine Zone. Ja, also auch das wieder ist halt blöd, wenn die ganze Zeit meine Karte vergessen wird. Das ist auch an der Seite ein Kritikpunkt. Normalerweise würde ich euch gerne die Karte zeigen, aber wenn sie immer wieder verschwindet, ist das Ganze auch ein bisschen blöd. Ihr könnt den Roboter natürlich dann zum Saugen bzw. zum Wischen losschicken und wieder zum Aufladen. Hier oben habt ihr halt noch die Standardeinstellungen, Cleaning Task List, da seht ihr halt eben dann irgendwann, ja, könnt ihr die einstellen, also wann hier, wann, wo gereinigt werden soll. Dann das Cleaning-Protokoll,
Tja, das ist leer, warum auch immer. Ja, also, ja, also die App oder beziehungsweise die Integration von dem Wischroboter hier ins Mi Home System ist leider Gottes echt schlecht. Da gibt es nicht viel schön zu reden, das tut mir leid. Ich hatte unheimlich große Erwartungen an das Gerät. Ich habe mich mega gefreut, aber es gibt einfach bisher zu viele Kritikpunkte. Dementsprechend würde ich sagen, erzähle ich hier gar nicht mehr viel weiter. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ja, mein abschließendes Fazit zu dem Wischroboter aus dem Xiaomi-Universum, SWDK ZDG300 heißt das Gerät. Es ist ein kryptischer Name, genauso kryptisch und kompliziert waren auch meine Erfahrungen mit dem Wischroboter. Meine Hoffnung war, oh cool, ein Wischroboter von Xiaomi, so richtig zutreffend tut es an der Stelle aber nicht. Die Erfahrungen, die ich bisher mit den Produkten aus dem Xiaomi-Universum gemacht habe, die waren immer hervorragend. Das kann ich hier jetzt leider nicht mehr bestätigen. Zum einen muss ich sagen, ich finde die Verarbeitungsqualität ist unterhalb der, was man sonst so gewohnt ist. Die ist immer noch gut, versteht mich da nicht falsch, aber nicht ganz so perfekt, wie man das eben sonst von den anderen Geräten ja, gewohnt ist. Ansonsten habt im Hinterkopf, es handelt sich um ein chinesisches Gerät, das heißt kein CE-Zeichen. Ihr habt hier einen chinesischen Anschluss. Ihr müsst den Roboter auf der chinesischen App bzw. auf dem chinesischen Server der Mi Home App anmelden. Der Server ist langsam und auch irgendwie fehleranfällig. Ihr habt es gerade in der App gesehen. Die Kartendarstellung hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Die Karte ist mal da, dann ist sie mal wieder weg. Das ist einfach nichts, was ich von einem zuverlässigen Produkt erwarte. Die Verfügbarkeit Ersatzteile natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. 240 Euro habe ich hier bei AliExpress bezahlt. Ihr kriegt ihn auch bei Gearbest. Aber die Verfügbarkeit ist auch nicht immer perfekt. Müsst ihr einfach selbst gucken. Ansonsten, die Navigation war in Ordnung, dafür war die Hinderniserkennung in Anführungsstrichen schon fast miserabel. Sehr, sehr ruppig und rabiat, also von dem her auch hier keine Empfehlung. Und die reine Wischleistung, die war okay. Die war okay, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das ändert einmal alles. Klar, wir haben zwei Wischtücher, das ist besser als ein Wischtuch, aber nichtsdestotrotz auch die Kombi. Wischroboter wie zum Beispiel die modernen, und wenn es in Anführungsstrichen nur ein Roborock S5 Max ist, der nur eine aktive Wischfunktion hat, Ecovax T8 bzw. T8 Plus, T8 Ivy, die haben diese oszillierende Wischfunktion. Seiko mit dem A9 S Pro hat jetzt auch einen neuen Roboter im Angebot, der eine oszillierende Wischplatte hat. Also da kriegt ihr, was das Wischen angeht, genauso gute bzw. schlechte Ergebnisse hin, weil perfekt ist bisher überhaupt keine Wischfunktion von all den Robotern. Dementsprechend die Frage, die alle oder die Antwort, die alle hören wollen, sollt ihr euch diesen Roboter hier anschaffen oder nicht? Ich würde sagen, nein. Sucht euch einfach einen entweder Kombi-Roboter oder ja, die von iRobot oder der von Medion, die haben wiederum andere Mängel. Guckt gerne mal in die Videos unten rein. Die großen oder hohen Erwartungen, die ich hier an den Wischroboter hatte, wurden leider nicht erfüllt. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht das doch sehr gerne. Denkt an die kleine Glocke da unten in der Ecke, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Wenn ihr euch mit anderen Leuten austauschen wollt, besucht uns doch mal in unserer Facebook-Saugroboter-Gruppe. Dort geht es natürlich auch um Wischroboter. Wir sind fast 6000 Leute mittlerweile dort. Dort findet ihr eine riesige Community mit viel Wissen, die euch auch ein bisschen was dazu erzählen können. Von daher würde ich sagen, ich würde mich freuen, euch dort wiederzusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!